Herzlich willkommen zu unserem Tutorial. Heute machen wir bunte Burger und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, ich bin Dennis und ich bin heute für das bunte Brot zuständig. Wir brauchen 550 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Staubzucker, ein Päckchen Trockenhefe, etwas Pflanzenöl, etwas Kristallzucker, 325 Milliliter Wasser, ein Ei, Eiweiß zum Bestreichen, etwas Honig und unsere Farben Rot, Blau, Grün und Lila. Wir geben alle Zutaten in eine Rührschüssel hinein, außer das Wasser und die Lebensmittelfarben, denn die kommen nachher dazu. Jetzt geben wir zum Teig Wasser hinzu, bis es eine glatte Masse ist und dann die jeweilige Farbe. So sieht der fertige Teig aus. Nun decken wir ihn mit Frischhaltefolie zu und lassen ihn für 60 Minuten im warmen Wasser ruhen. Hier sehen Sie die fertig geformten Burgerbrote. Nun bestreiche ich sie mit Eiweiß und bestreue sie mit Sesam. Jetzt kommt das Brot bei etwa 200 Grad für 10 Minuten in den Ofen. Et voilà, die fertigen Brote. Hallo, ich bin Markus und ich bin heute für das Fleisch der bunten Burger zuständig. Unsere Zutaten sind 1 Kilo Faschiertes, 2 große Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, 150 ml Mineralwasser, 1 Esslöffel Carbonat, Öl zum Braten und unsere beliebigen Gewürze Salz, Pfeffer und Bouillon. Nun schneide ich die Zwiebel würfelig. Wir mischen alles zusammen und dann lassen wir die Masse für ca. eine Stunde ruhen. Die Burger formen wie ein Leibchen. Die Leibchen braten wir auf beiden Seiten goldbraun an. Hier sehen Sie die fertigen Leibchen. Ich bin Leila, ich bin heute für den gesünderen Teil des bunten Burgers zuständig, außerdem zeige ich Ihnen einige Schneidetücher. Für den Burger brauchen wir einen Kopfsalat, zwei kleine Tomaten und zwei Zwiebeln. Zuerst säubern wir die Tomate, dann schneiden wir sie in die Hälfte und schneiden sie julienförmig. Zuerst putzen wir die Zwiebel. Dann schneiden wir sie in Scheiben. Ich bin Adna und ich bin für die Soße zuständig. Nun geben wir einen Becher Sauerrahm, einen Becher Creme Fraiche mit Kräutern, etwas Mayonnaise, und beliebig salzen. Jetzt vermischen wir das Ganze. Das ist die fertige Soße. Darf ich vorstellen, unsere bunten Burger. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit.